So, da sind wir wieder. Orks. Wie werden wir mit Orks fertig? Uschak hatte recht, als er gesagt hat, Brüder in Heimat seien sehr stark, Brüder in Heimat seien sehr viele. Nach dem Massaker, das ich hier anrichte, das sind 40, 30, das sind 70. Das sind mehr als 70, das sind wahrscheinlich 170 gewesen, ach was soll's. Und noch ein 30er Manner, ja. Und 30er Mann obendrauf. Haha. Der lullige Ork-Krieger. Das sind wieder viele, 140. Das sind genau, passt genau mit den zwei mittleren. Okay, Spiel speichern. Jetzt noch die Schamanen. Da nehme ich mir aber Xalas Robe. Die kämpfen ja mit Magie. Und das Schwert. Ich weiß, meine Ausrüstung passt irgendwie nie, aber... Hör auf! Hör auf! Gewöhnt sich langsam an die Scheiße. So ist der Ork-Krieger von eben. Nicht da? Meinetwegen. Okay, das heißt, wir die Erzrüstung an und. Da vorne ist der. Den töte ich noch schnell. Ich will nicht, dass die Orks es hier überleben. Mal so schlecht. Okay, jetzt den Untotenzauber weg und mir die Telekinese-Spruchrolle raussuchen. Wo ist die Telekinese-Spruchrolle? Da ist sie. Und wir benutzen sie. Ja, das war's. Soll der Mist? Bug? Scheiß drauf! Ich hab die Statue runtergebuggt. Man muss sie einfach nur anvisieren, dann kann man sie ganz einfach runternehmen. Cool irgendwie, aber was soll's. Jetzt können wir in den Schläfertempel. Und zwar frei rein und raus. Oh, zu frei rein und raus. Wir wollen hier nur noch rein. Okay. Kehren zurück. Aber vorher heile ich mich nochmal mit einem 100er. Und noch was? Noch etwa 40. Nehmen wir noch einfach noch so ein fettes Heilkraut. Das dürfte genau passen. Passt. Gibt vielleicht einen mehr zurück, aber was soll's. Also, Levels Change.
Ja, wir sind zurück. Ich weiß nicht, wie viele Videos es jetzt noch werden, aber viele werden es nicht mehr sein. Vielleicht noch zwei, drei. Und anschließend, wenn das Let's Play dann oben hochgeladen ist, mache ich Gothic 2. Falls es euch interessiert. Gehe ich natürlich von aus, dass es euch ein bisschen interessiert. Ich habe mal gesehen beim letzten Durchlauf, dass dann noch ein Ork-Schaman, ein Ork-Wächter stand. Da vorne ein toter Ork. So, den wollte ich noch töten. Sobald ich oben bin, haue ich mir noch mal einen Geschwindigkeitstrank hinter die Binde und renne dann volle Kanne durch. Zum Heiligtum eben. Nun komm schon, ich will da hoch. So, jetzt ein Geschwindigkeitstrank. 5 Minuten, 2 Minuten reicht mir vorerst völlig. Das hat ja schon beim letzten Mal dicke gereicht. War jetzt zwar noch Minecraft, aber schert mich jetzt gerade in den Dreck. Egal wie viel es noch gibt, es kann unmöglich noch einen weiteren Stufenaufstieg aus. Weil er einen Stufenaufstieg bezwecken. Warum nehme ich den jetzt eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung. Okay. Da ist jetzt noch der letzte Durchgang. Nicht da. Ach, er war da. Naja, war doch nicht da. Er war, wo war er? Das Zeug. Da geht's durch. Okay. Jetzt speichere ich nochmal. Doch, habe ich nicht Eisblock irgendwo? Ja, 7 ist Eisblock. 7 ist Eisblock. Spricht er ihn nicht nochmal Eisen? Na egal. Er ist tot und wir kriegen Bannklinge. Die letzte Waffe. So, und das war's dann auch. Hier sind wir jetzt vor der Kathedrale des Schläfers. Nehmen wir doch noch einen 30er. Ach ja, und die ganzen Permanenten will ich noch schlucken, gell? Okay, das heißt den Geschick. Den Geschick. Und noch Geschwindigkeitstränke. Dann den Trank für Lebensenergie. Den auch. Und den auch. Den auch. Den auch. Diese Stärke. So, ich glaube, das war's dann auch. Schauen wir uns doch noch mal die Werte an. Ui, nicht übel, oder? Wir haben jetzt einen Mana von über 100. Wir haben noch 70 übrig, das heißt ein mittlerer. Nein, dieser hohe hätte, diesen hohen wollte ich eigentlich nicht machen, was soll's. Lebensenergie haben wir jetzt über 500. Wir haben die beste Erzrüstung, wir haben Skars Schwert, die beste Einhandwaffe, wir haben die besten Runen,
Ich denke, wenn wir jetzt nicht mit dem Schläfer fertig werden, dann haben wir was falsch gemacht. Naja. Ich mache dann hier einen Schnitt und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin.